Also auf zum Trainingsplatz und dann bekommen wir vielleicht endlich mal unseren ersten Kampf. Was man bestimmt eben schon bemerkt hat, wenn die Charaktere selber reden, rede ich natürlich nicht dazwischen und lese auch nicht vor, weil die ja dann selber quatschen. Und ich versuche auch immer, die Charaktere ausreden zu lassen, bis ich dann zum nächsten Text springe. Das habe ich eben außerdem bei Kakashi einmal nicht gemacht, weil er so eine lange Pause gemacht hat. Da dachte ich, ich war fertig mit Quatschen und dann wollte er gerade wieder loslegen. Egal, also wenn die selber quatschen, dann lasse ich sie quatschen, ist ja klar. So, zum Trainingsplatz. In Konoha haben wir uns komplett umgesehen. Können wir das hier nochmal durchsuchen? Warte, erstmal den Vogel. Wir können es nochmal durchsuchen. Und ich glaube, wir werden auch viel mit... hier mit Sachen durchsuchen, untersuchen und alles, werden wir hier viel beschäftigt sein. Ich weiß nicht, ob es hier auch solche Nebenmissionen gibt, wie im ersten Teil, wo man so Sachen sammeln muss. Aber es ist dann immer besser, was auf Vorrat zu haben, als wenn man dann später alles durchsuchen muss, bis man genau das hat, was man dann sucht. Und ich finde, so viel Zeit nimmt das jetzt auch nicht in Anspruch und es gehört auch mit zum Spiel. Da war das Schriftrollensammeln im ersten Teil doch wesentlich schlimmer. Hier geht das ja recht fix, da durchsucht man einmal schnell, dauert nicht mal 2 Sekunden und dann kann man weiterlaufen. So. Also wenn ich ganz ehrlich sein muss, im ersten Teil konnte man sich ja noch frei so durch Konoha bewegen, überall hin und springen und mit der Naruto-Rakete weiter, was an sich auch echt cool war. Und das kann man hier... Oh, ich wollte dich gar nicht ansprechen, ich wollte das hier sammeln. Das kann man hier zwar nicht mehr, aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich finde das so auch ganz interessant, einfach so rumlaufen, Sachen sammeln und zur Mission gehen. Das finde ich wirklich nicht schlimm, also... Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht ist die Karte jetzt auch größer. Ich meine, im ersten Teil konnten wir uns nur in Konoha bewegen. Und wie das jetzt hier gerade aussieht, kann man sich auch außerhalb von Konoha bewegen. Was ist das? Ach, gar nichts. Da sehe ich doch was. Da sehe ich doch was. Den holen wir uns auch mal schnell. Wir sollten uns vielleicht mal gucken, wo diese Flashbacks... Was ist das? Glücks-Jizo. Zu Jizo beten. Ich weiß nicht mehr, wer Jizo ist. Wenn du eine Jizo-Statue entdeckst, verweile und sprich ein Gebet. Die, die rein Herzens sind, haben mehr Glück im Leben. Mit mehr Glück durch M symbolisiert findest du unter anderem mehr und bessere Items. Okay. Ah, du fühlst dich, dass du Glück hättest. Keine Ahnung, ich konnte das nicht lesen, das war so schnell weg. Oh. Also erstmal gegen Sakura kämpfen. Ja, bevor ich jetzt weiterklicke, muss ich mal ganz kurz sagen, ich habe auch nachgeguckt, die Steuerung ist, glaube ich, exakt gleich wie im ersten Teil und natürlich werden die Kämpfe am Anfang wieder sehr leicht sein. Das heißt, wir werden keinerlei Probleme haben. Ich glaube, wir werden keinerlei Probleme haben. Wirklich nicht. Naruto gegen Sakura. Oha, oha. Können wir eigentlich schon die Ultimate benutzen? Erwachen nicht möglich, das ist das Übliche bei Naruto, er kann nicht erwachen, weil man ja weiß, was im erwachten Modus mit ihm passiert. Gehen wir mal ein bisschen in den Nahkampf erstmal. Die Musik ist gerade ein bisschen laut geworden. So, schon mal seine Ultimate gesehen und auch von diesem Teil sag ich euch, wir wollen von jedem Charakter... die Ultimate sehen.
diesen Rasengan. Wollen wir es beenden? Und zwar so. Okay, von Naruto haben wir die Ultimate schon mal gesehen. Das ist super. Ah, die Musik ist da sehr laut. Warum? Belohnungen. Ich hoffe, das ist nicht so laut in der Folge. Ein S. Wir haben Geld. In Kämpfen erhalten. Sturmpunkte verdienst du dir in Kämpfen. Mit Sturmpunkten werden Dinge, die du durch den Abschluss von Ereignissen im ultimativen Abenteuer bekommen hast, auch im freien Kampf und im Online-Kampf verfügbar. Alles klar. Titel erhalten Ninja. Titel erhalten mit dem ultimativen Jutsu. Titel erhalten Eisenklaue. Drei Titel. Ich habe gerade ein bisschen lauter geredet, weil das auf meinen Ohren auch so laut war. Oh, das, wenn die in den Kämpfen sind, ist das schon ziemlich laut. Ich glaube, wenn die in Kämpfen sind, muss ich mal ein bisschen leiser machen. Also bei mir, wie das in der Folge ist, ich habe da keine Ahnung. Ja, ich habe gewonnen. やるじゃない。さくらちゃんもすげえ強くなってんのな。この分ならすずとりうまくいきそうね。期待してるからね、ナルト。俺もさくらちゃんに期待してるってばよ。任せといて。よし、体は温まったし。そろそろ行こうぜ。私たちの力、加賀井先生にしっかり教えてあげましょう。 Du hast das erhalten, Wundersalbe, dreimal. Briefbombe. Huch, er sagt nichts. Hä, was soll das? Unsere Aufwärmübung hat sich ja einiges an Gesundheit gekostet. Heile dich mit der Medizin, die ich dir gegeben habe. Regeneration, Ichiraku und Regeneration-Items. Wenn du im Kampf Gesundheit verlierst, bleibt sie auch im nächsten Kampf verringert. Du kannst Gesundheit regenerieren, indem du bei Ichirakus Nudeln isst oder indem du Regenerations-Items aus dem Itemladen benutzt. Automatisch Regeneration. Manchmal wird deine Gesundheit nach bestimmten Ereignissen automatisch wiederhergestellt, aber nach einem Kampf ist es immer eine gute Idee, deine Gesundheit wiederherzustellen. Gut, wir haben jetzt aber keinerlei Gesundheit verloren. Und deine Briefbombe wird dir gegen Sensei Kakashi gute Dienste leisten. Nimm sie auf jeden Fall zur Ausrüstung. Mit Kampf-Items ausrüsten. Im Startmenü unter Items kannst du festlegen, welche Items im Kampf benutzt werden sollen. Drücke bitte die Starttaste und wähle ein Item aus. Bitte, bitte. Klar doch, danke Sakura. Gut, packen wir es an. Ja. Darf ich jetzt wieder? Schnell zum Trainingsplatz, er speichert. Wenn er speichert, kann ich übrigens nichts machen, bis er fertig ist. Es gibt kein Jo mehr, wenn ich ins Hauptmenü gehe. Das finde ich schade. Items. Aktion unter Items. Unter Items kannst du Items benutzen, dich mit Kampf-Items ausrüsten und dir Materialien sowie wertvolle Items anzeigen lassen. Auf dem Registrierkampf kannst du Palette anpassen, benutze... Was? Palette anpassen. Benutzen. Um mit die Kampf-Items zuzuweisen und die für den Kampf bereit zu machen. Im Kampf benutzte Items werden am Ende des Kampfes wieder aufgefüllt, sodass du beliebig viele benutzen kannst. Auf dem Registrier-Item kannst du zu benutzende Items auswählen und benutzen. Dieses Registrier zeigt dir außerdem, welche Items du verkaufen kannst. Das Registrier Materialien zeigt dir Materialien, die du im Läden liefern kannst, damit daraus neue Items für den Verkauf gefertigt werden. Diese neuen Items sind viel mächtiger als normale Items und können dir entscheidende Vorteile verschaffen. Boah. Das Registrier Wertvoll zeigt dir wichtige Items, die du im Rahmen verschiedener Ereignisse erhalten hast. Darf ich jetzt wieder? So, rüsten wir mal die Briefbombe aus. Alles klar. Mitglieder überprüfen. Freundschaftsstufe überprüfen. Wir gehen lieber gleich mal ganz am Anfang jeden Text durch, damit wir das später nicht mehr machen müssen. Freundschaftsstufe bestätigen. Prüfe die Freundschaftsstufe bei Charakteren, mit denen du befreundet bist. Manchmal hängen Ereignisse von der Freundschaftsstufe ab.
Deshalb solltest du Freundschaften nach Kräften vertiefen. Alles klar, wir haben 0 Herzen von Sakura, Kakashi und Tsunade. Und da kommen anscheinend noch ein paar Charaktere dazu. Sind wahrscheinlich die Hauptcharaktere aus Naruto eben. Ereignis bestätigen. Unter Ereignis bestätigen kannst du dich über deine Fortschritte bei verschiedenen Ereignissen informieren. Zusammenfassung ansehen. Unter Zusammenfassung ansehen kannst du dir die Fortschritte bei den Ereignissen der Hauptgeschichte anzeigen lassen. Mission ansehen. Unter Mission bestätigen kannst du dich über deine Fortschritte bei deinen Missionen informieren. Und Auftrag ansehen. Unter Aufträge überprüfen kannst du dich über deine Fortschritte bei deinen Aufträgen informieren. Alles klar, hier ist die Weltkarte. Kommt jetzt nochmal ein Text dazu? Nein. Trainingsplatz, alles klar. Ninja-Infokarten, ja, okay. Was sind Ninja-Infokarten? Ninja-Infokarten sind Bilder, die du in Online-Kämpfen als Profil benutzen kannst. Du bekommst sie im Ninnen-Kartenladen, in dem du eine Karte bearbeitest, kannst du sie als Profilbild speichern. Ninja-Infokarten bearbeiten. Ninja-Infokarten kannst du bearbeiten. Bei einem Online-Kampf werden Ninja-Infokarten, deren zu bearbeitende Informationen eingetragen worden sind, als dein Profil angezeigt. Im Ninja-Kartenladen gekaufte Ninja-Infokarten kannst du dir ansehen, nachdem du im Startmenü die Option Ninja-Infokarten gewählt hast. Karten kannst du auch anderswo als bei Ninja erwerben. Gut, ich glaube, online werden wir aber nicht, eigentlich sogar gar keine Zeit verbringen. Sammlung. Sammlung. Sammelitems. In der Sammlung kannst du dir Sammelitems ansehen, die du im Bandai Warenhaus gekauft hast. Items, die du noch nicht hast, kannst du dir auch nicht ansehen. Ja, das ist mir klar. Ultimative Jutsu, Bosskampfszenen und Musik. Interessant, wir gehen mal wieder zurück. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur ein Ultimative Jutsu gesehen, wenn das schon freigeschaltet ist, nämlich das von Naruto. Wenn man die so freischaltet, weiß ich ja nicht. Oder man muss sie kaufen. Kann auch gut sein. Ich glaube, im ersten Teil musste man die kaufen. So, Sammlung hatten wir und Tutorial. Da brauchen wir jetzt nicht wirklich rein. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zum Trainingsplatz. Sakura, wir schnappen ihm diese Glocken garantiert weg. Lass uns sicher gehen, dass wir es schaffen. Halt, das ist eine Krähe. Ach ja, und ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn ich nicht wirklich alles vorlesen sollte. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ah, Pflanze. Noch mehr? Nein? Okay. Speichern brauchen wir wirklich noch nicht. Sind wir bereit? Ich würde sagen, ja, wir sind bereit. Zeigen wir Sensei Kakashi. Oh, für den Kampf bereit machen, vorbereitet sein. Bevor der nächste Kampf beginnt, erscheint die Frage, ob du bereit bist. Wenn du mehr Zeit benötigst, um dich vorzubereiten, wähle Nein. Du kannst dir dann die Items ansehen, die du bereit hast. Und du kannst Heil-Items benutzen. Das brauchen wir alles nicht. Wir sind komplett aufgeladen. Okay, jetzt darf ich reden. Wir sind komplett aufgeladen. Wir haben kein Leben im Kampf gegen Sakura eben verloren. Das heißt, Kakashi, jetzt zeigen wir es dir. お、来たな。すみません。お待たせしました。準備はできたか、2人とも。ボス。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それより、さっさと始めようぜ。旦那。 Alles klar. Laden. Naruto gegen Kakashi. Als Teampartner haben wir Sakura. Alles klar, alles klar. Ist noch ein Anfangskampf, der müsste jetzt eigentlich ziemlich einfach sein. Ich hoffe nur, dass es nicht gleich wieder so laut, sonst muss ich leiser setzen gleich. Ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsetzbar. Gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte. Alles klar. Oh ja, das muss ich ein bisschen leiser machen.
Sagte. Ajime maska. Ore mo skushi. Honki o dasanai. Sakoi. Iku wa yo. So, wir lassen Kakashi gar keinen Zug machen, wir greifen ihn sofort an. Vielleicht rufen wir auch mal Sakura. Sauber! Okay, mehr als eine Lebensleiste, das ist eigentlich okay. Aber ich glaube, er ist auch so ein kleiner Mini-Boss. Befehleingabe. Bei Bosskämpfen, ich wusste, dass es ein Bosskampf ist, bei Bosskämpfen triffst du auf interaktive Aktion. Drück innerhalb der Zeitbegrenzung die angezeigte Taste. Hämmereingabe. Wenn du eine... Okay, das kennen wir eigentlich alles noch aus dem ersten Teil. Wenn du eine Anzeige unter einer Taste erscheint, hämmere so schnell du kannst auf sie ein. Die Anzeige muss im Zeitlimit eine bestimmte Stufe erreichen, damit du gewinnst. Alles klar. Zusätzliche Befehle. Tasten ohne Zeitanzeigen. Darüber sind zusätzliche Befehle. Du musst sie nicht unbedingt schaffen, aber wenn du es tust, bekommst du etwas Gesundheit zurück. Okay. Bereit machen? Los geht's. Sterne erhalten. Oh Mann, das ruiniert irgendwie gerade den Kampf, wenn das immer wieder auftaucht. Führe interaktive Aktionen richtig aus, um Sterne zu verdienen. Wenn du dabei gut bist und viele Sterne erhältst, wartet während des Bosskampfs eine Überraschung auf dich. Oh, da freue ich mich aber. Hoffentlich bekommen wir das hin. Schattendoppelgänger nur. Oh, das war knapp. Oha, Sakura ist stark. Komm schon, ich will noch mehr Tasten drücken. Alter. Der schöne Trainingsplatz. Glockenstehlen Lektion. Steht Kakashi auf dem Hügel, ist er zu weit weg, um einen Angriff. Für einen Angriff, Entschuldigung. Setze zum Gegnerangriff an, wenn er runterkommt. Der Einsatz von Hilfe könnte den Kampf entscheiden. Oh, au, 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 au. Ach, Kakashi, Mist. Meine Güte! Ah, wieder Tasten drücken, alles klar. Ein Stern fehlt noch. Wir haben es geschafft. Jetzt will ich sehen, was die Überraschung ist. Oh.
Geheimfaktor, das ist das jetzt also mit den Sternen. Wenn du zu viele Sterne erhältst, schaltest du den Geheimfaktor frei. Genieße dann eine Szene, die die Story weiter ausbaut. Ist klar. Okay, das bekommt man also, wenn man die Sterne voll hat. Ist nichts Besonderes, aber ich find's okay. Gewonnen. Wieder ein S. Kunst des Tauschens hinzugefügt. Okay. Kein Titel diesmal, das finde ich aber schade. Ladebildschirm. やれやれ。まさかお前たちがここまでやるとはな。正直驚いたよ。俺ってば、高橋先生追い越しちゃったかもね。なんてんのよ、偉そうに。俺の想像を超えるとは、まったく頼もしい奴らだ。なあな、高橋先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん。ああ。 合格だ。これからまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー。今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。それじゃあ俺はこれにてドロン。やったな、さくらちゃん。 Prolog, Narutos Heimkehr, fertig. Alles klar. Damit haben wir den Prolog erledigt und jetzt beginnt wohl erst die richtige Hauptstory. Ich muss mal das Mikrofon nochmal richten. Hauptcharakter. Du konntest dir die Glocke von Kakashi schnappen. Titel erhalten. Achso, Titel ist das. Sate du. Enshu mo owatta shi. Kore kara dou sukka na? Yaru koto nai nara, watashi to issho ni shisho no toko ikanai? Enshu ga buji ni owatta koto o houkoku shitokitai shi. Sou da na. Sonja, yashiki made itte mikka. Lass uns Großmutter Bericht erstatten. Das machen wir natürlich. Sammeln können wir anscheinend nicht. Okay.